Hallo, meine Käsekätzchen, und willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Portia. Ja, ich hoffe mal, dass mal ein bisschen was Anständiges passiert. Vielleicht passiert morgen was, ich habe keine Ahnung. Ja, wir latschen halt jetzt weiter rum, machen ein paar Rohstoffsachen. Wandern mal ein bisschen rum. Ich kriege immer noch eine Krise mit der Kiste da, die ich unbedingt haben möchte, aber nicht weiß, wie ich da rankomme. Machen wir halt noch ein paar Quests und vielleicht kommt noch was. Ja, wir müssen außerdem noch eine industrielle Nähmaschine bauen. Da müssen wir mal gucken. Was? Ein Handelsauftrag mit Plus. Wir brauchen Blümchenseife. Das nehmen wir an. Blümchenseife, jetzt muss ich mal gucken. Blümchenseife war ja irgendwas mit Tierfett. Wollen wir noch mal gucken, schnell. Und wenn nicht, slashen wir mal halt ein paar Vögel weg. Das ist eigentlich das Problem. Gucken wir mal ganz kurz ab. Hallo, Egg. Ich suche mal. Nee, die Holzkiste wollte ich jetzt nicht unbedingt. War das hier drin? Ich habe keine Ahnung. Doch, hier, Blümchenseife. Zimt brauchen wir. Wie viele brauchen wir? 4. 16. 2. 3, 4, 6, 8. 8-mal Zimt. Also muss ich mal. Ich glaube, die war hier. Das Zimt. Kram, wenn ich mich nicht irre. Mal gucken. Dann gehen wir halt mal ein bisschen um Shopping-Tour. Oh, wieso da gleich hier? Ja. Oh, der Marktpreis ist sogar unten. Naja, gut, dann können wir ein paar mehr mitnehmen. So. Zimt kann man vielleicht immer mal gut gebrauchen. Na gut, dann craften wir mal ein bisschen Blümchenseife für Phyllis und dann sehen wir mal weiter. Din, ja. Nein, ich will nicht zum Pferd. Ich will dahin. Achso, kann ich das Mission. Oh, Mission kann ich auch fertigen. 1, 2, 3, 4. Gut. Und jetzt müssen wir nur noch zu Phyllis. Entschuldigung, Eck, ich muss mal hier durch. Was ist die denn? Phyllis? Die ist doch, ich wollte schon sagen, die ist doch mal. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder? So. Müsst ihr eigentlich mal diese komische Bus. Ich muss trotzdem mal fertigstellen, aber ich habe keinen. Willis? Ach, hier bist du. Hallo! Was? Akupunktur? Was ist Akupunktur? Ziemlich gut verarbeitet. Wenn es dir jemals schlecht geht, dann komm in unsere Klinik zur Untersuchung. Akupunktur? Was ist Akupunktur? Kannst du mir das mal erklären? Was ist Akupunktur? Skillpunkte werden nach Behandlung zurückgesetzt. Ach nö. Tausend Golds, ey, nur um ein bisschen Nadelei. Gottes Willen. Irgendwas wollte ich doch noch. Da kommt Dr. Su gerade angewatschelt. Jetzt müssen wir mal gucken. Muss immer noch bis zum 27. warten, bis ich Eheringe kaufen kann. Hallo, Doc. Hallo, Doc. Doc? Ah ja, ich bin mit ihm. There used to be a Western and an Eastern thought on medicine. Ah, du quatscht nicht immer zu nur die gleiche Rotze wie Dings. Wie sieht denn überhaupt der Stand bei mir aus? Ich bin jetzt ein bisschen Freund. Gute Freundin. Remington müssen wir mal noch ein bisschen. Gute Freundin, bekannte Emily sieht auch schon gut aus. Nur. Ach, guck mal, Röschen für Remington oder so. Kann man jetzt holen. Ups. Er schleicht doch hier sowieso meistens immer rum. Nee, heute ist Mittwoch, ne? Schleicht er nicht hier rum.
Naja, egal. Alter, bist du langsam. Sogar Emily überholt dich. Darling. Hallo. Quatsch mal erstmal. Ach, das kriegst du schon hin. Wo ist es denn? Hier, bitteschön. Super. Hat mir auch nur 2900 gekostet. Ja. Machen wir den nächsten Handelsauftrag. Wir brauchen ja ein bisschen Geld. Hi, Presley. Was hat er? Fledermausmasken? Wozu braucht ein Handy? Och, ich will nicht zum Öffnen oder Tunnel. Leibbarren. Ledermausmasken. Was brauche ich denn dafür? Ach, wir nehmen einfach. Ach so, mehr ist nicht möglich. Man kann nur einen am Tag machen, ist ja doof. Ich dachte, du kannst mehrere. Naja. Was soll's? Und gehen wir halt noch ein bisschen Training machen. Ich muss mal gucken, wie sieht mein Punkte-Dings aus. Charakter. Oh, das Level 34 brauche ich nicht mehr so viel. Und ich habe sogar noch einen Skillpunkt und guter Zuhörer. Beziehungspunkt nach Unterhaltung. Nee, wir wollen jetzt aber auch mal ein bisschen Kampf, ein bisschen Verteidigung ist auch nett. Anwenden. Ja, dann machen wir das. Dann skill ich noch ein bisschen meine Punkte. Hatte ich nicht mal noch ein Schwert oder sowas hier? Oder habe ich den Hammer einfach genommen, weil ich gesagt habe, naja gut. Eine Axt? Ja. Naja, egal. Aber dann sehen wir, machen wir einen kleinen Cut erstmal und dann sehen wir uns dann am nächsten Tag erstmal wieder. Vielleicht habe ich ein paar Skillpunkte, vielleicht kommt was Besonderes. Bis gleich. Kann ich hier nirgendwo mal. Was ist das hier? Ah! Tapete. Muss in ein Haus mit Level 2 eingesetzt werden. Da habe ich doch. Tapete. Was haben wir denn? Steuer die Tapete. Haben wir die mal ein bisschen einfacher? Rote Tapete. Ich probiere jetzt erstmal was. Ich glaube, mit einer werden wir nicht weit kommen. einfache Tapete, nee. Sehr einfach. Wir nehmen jetzt einfach die ganzen Dinger hier weg. Jetzt mal gucken. Klicke, um Tapete den Fußboden im Zuhause in den Level einzusetzen. Ach so, okay. Weil ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Der Boden könnte auch mal neu gemacht werden. Ich gucke jetzt erstmal, wie es mit der Tapete ist. Wie schon gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube, ich habe mich dumm und dämlich bezahlt. Pferd. Was klicke? Ja, ja. Es ist mir schon bekannt. Jetzt muss man gucken, hab. Dann machen wir dann auch schnell nochmal. Wo ist denn die Blöcke? Ja. So. Und jetzt? Ah! Okay. Ach, das ist die Vorschau. Aktuelle Tapete einsetzen. Schnuckelig! Gut, wir haben nur eine gebraucht. Jetzt brauche ich noch einen Boden. Ich wollte ja nur mal Pferd. Machen wir mal ein bisschen Einrichtungskunst.
der Peter kann auch wieder haben. Ich brauchte doch nur eine. Ja. Hier kannst du wieder haben. Das passt eigentlich, ne? Ist das hier ein Arbeitstisch? Ein Klavier. Wozu brauche ich ein Klavier? Das ist ein beweglicher Schrank. Ja. Alter, der mir mehr so aus mit Deko scheinbar. Gut. Ich gucke mal. Also habe ich plus minus null. Jetzt gucke ich aber auch mal. Verballern wir noch nebenbei mal ein bisschen Geld. Mal hier kurz. Richten wir halt ein bisschen die Bude ein. Solange ich hier nichts zu tun habe. Also was heißt hier nichts zu tun? Ich habe schon was zu tun. Ja. Hier die komische Mütze, die kann ich verscherbeln. Ich weiß, Marktpreis ist gerade unter aller Sau, aber muss man wieder ein bisschen Cash reinbekommen. Und mein Inventar ausräumen. So. Was hast denn du, Pauli? Dann könnte ich mal gucken. Angegossene Kerze. Das Schweinding, das sieht süß aus. Ich mag Schweine. Wir gucken mal, was ich noch mal einrichten kann. Also der Boden jetzt auf alle Fälle. Aber... Oh, Entschuldigung. Muss ich erstmal... Also groß sowieso nicht machen hier. Was habe ich denn hier an Möbel? Ja. Lagerkill des Helfers. Die Helfer benutzt das im Gegenstände. Ja gut, habe ich nicht. Eine Kiste. Ein Esstisch könnte ich machen. Das ist ja weniger das Problem. Leitfähiger Boden. Hartholzsofa. Schaukasten. Einfacher Schreibtisch, den habe ich glaube schon. Eine Holzkommode. Habe ich schon? Ich habe doch schon eine Bücherregal. Naja, viel ist nicht. Also. Holz. Naja gut, Hartholz. Da kann ich ein bisschen was fertigen noch. Bei Holz brauche ich mal ein bisschen eher wie Hartholz in letzter Zeit. So. Guck ich mal gerade mal. Bestätigen. Es sieht doch jetzt schon viel gemütlicher aus. Ich muss bloß mal gucken. Dass hier das Bett mal verschwindet. Das könnten wir, warte mal. Die Kiste. Packen wir erstmal hier. So. Das Bett nehmen wir. Nein, nicht schlafen gehen. Ich will das Bett mal kurz nehmen. Achso, das ging, glaube ich, in die Ecke da. Ah, verdammt. Das kann ich doch eigentlich... Hier, das tun wir mal ins Inventar. Weil das brauche ich eh nicht mehr. Ich habe ja eins. Gut. Ein der Esstisch hier. Tun wir den mal kurz. Und tun wir ihn mal hier hin kurz. Weil küchemäßig weiß ich gar nicht, ob es da was überhaupt gibt. So. So, die Waschmaschine. Die packen wir mal erstmal hier hin. Zack. Achso. Genau, so. Oh Mann, hier ist doch so ein rosener Stuhl-Ding. Wo habe ich denn jetzt drauf geklickt?
Nein, ich wollte doch jetzt nicht da drauf. Also den Stuhl. Den Lederstuhl, den könnten wir doch theoretisch hier hinsetzen, oder nicht? Kann ich das nicht drehen? Wollte schon sagen. Alter, so weit weg. Schade, dass man das nicht so schieben kann, mal. Na gut. Quadratischer Tisch. Ja. Hopp. Hopp. Was? Verteidigung plus 4. Ah. So. Geht doch. Brauchen wir noch ein paar Stühle. So, die Kiste hier. Die nehmen wir mal hier rüber. Jetzt steht die blöde Waschmaschine im Weg. Naja, gut, da kommt sie dahin. So. Die Kiste kann ja ruhig da bleiben. Das Bett auch. Hier fehlt ein bisschen Deko. Fällt mir gerade mal so ein. Ups. Aber trotzdem Fischfutter. Naja. Gut. Sehr geschnittener Part hier, aber dann sehen wir uns dann morgen auch noch mal wieder. Dann bis gleich. Hallöchen, Albert, wie geht's? Wie steht's? Was muss da Shiver Gust is very gifted in structural design. Luckily, he's my partner. Ach, bitte. Sollen wir morgen etwas zusammen machen? Ach, wegen mir, Albert. Wenn du unbedingt dich mit mir treffen möchtest, dann tue dieses. So. Ja, sind wir erstmal wieder zurück. Ich hoffe mal, es kommt jetzt mal wieder ein bisschen Schwung rein. Ich habe jetzt wirklich 5 Tage lang nichts Außergewöhnliches passiert. Ich sag, ich habe ja gesagt, hier ist ja kritische Trefferchance. Ich habe ja selber gesagt, ich schneide das dann rein, wenn doch mal was passieren sollte, aber bislang ist nichts passiert. Bevor die Festplatte vollläuft und mein Video Aufnahmeprogramm abstürzt, weil ich zu viel aufnehme. Ja. Gucken wir mal, was uns heute hier die Stadt beschert. Ja. Handelsgilde. Achso, sind immer nur die, ne? Tag 23, Monat 2. Das bedeutet Untersuche. Inspektionstutorial. Im Zeitlimit können mehrere Gegenstände inspiziert werden. Okay, die Punktezahl richtet sich danach, wie viele Marker du im Zeitlimit findest. Markiere die Stelle, an der du eine Marke überprüfst, und nachdem du am besten am nächsten Tag drehe den Gegenstand, um die Marke zu finden. Okay. Ja, kann ich hier das nochmal machen? Wie kann ich ihn drehen? Wo ist hier der Makel? Also ich sehe jetzt groß keinen Unterschied. Also ich muss sagen, die sieht aber eigentlich voll. Ja. Ah, und hier. Bett. Was haben wir denn hier? Ich kann einfach so ein Bett drehen. Wie cool ist das denn? Wo soll denn hier ein Makel sein? Ah, hier. Wo soll denn hier noch eins sein?
Nein, das sieht eigentlich fast gleich aus. Die Kissen? Nee, die sehen auch gleich aus. Ich liebe ja immer solche Dinge. Die sehen jetzt eigentlich relativ gleich aus. Also ich sehe jetzt hier keinen großen Unterschied. Also ich sehe jetzt hier nichts. Entweder ich bin blind, wie immer. Also ich sehe hier nichts. Wo soll denn hier was sein? Also ich sehe die Marke jetzt nicht. Ich sehe ja nichts. Vielleicht das Kissen? Das Bett ist wirklich schwierig. Keine Ahnung. Komm, wir probieren es doch mal an den Hockern. Der kann ja nicht allzu viel sein, ne? Hier vielleicht? Nee. Ah, doch, hier. Lala. Ist ja irgendwie mal Fleck oder sowas noch? Nö. Gucken wir uns mal an. Sehe aber nur ein Marke. Wo soll denn der zweite sein? Gucken wir uns mal hier. Ah, hier vielleicht. Ah, gut. Haben wir uns mal ein paar Marke angeguckt. Ja, haben ein bisschen Zeit verbracht hier. Morgen haben wir noch mal was mit Albert. Das machen wir auch. Und Remington werden wir jetzt mal noch zum guten Freund machen hier. Ja. Gut. Eine Rose heute schon gekauft? Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Wie ist denn mal? Weiß. Das ist auch gut. Gut, dann kann man ja mal verkaufen. So. Zack. Udi. So. Molly. Achso, ich habe mich jetzt erschrocken, wer das ist. Warte mal. Wir nehmen mal lieber das Ei. Oh. Ist wieder was Neues. Muss ich wieder da hoch? Puh, ich dachte, mein Pferd ist abgestürzt. Das habe ich ja schon gesehen. So. Wie ging denn das nochmal? Geronimo! Oh, geht sogar. Ein Talisman. Wegen ein Talisman. Ja. Wunderbar. Aber hier ist nichts mehr. Gut. Pferd. Tschüss, Pferd. Ich gehe dann mal. Es kommt bestimmt gleich. Nee. Wo ist es denn? Das Pferd backt immer noch da hinten, oder was? Ups.
Komm, Spirit. Hör auf, da oben zu buggen. Wir haben noch was zu tun. Ich weiß zwar nicht was, aber wir haben was zu tun. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da in die Kiste komme. Vielleicht kriegen wir ja später ein Jetpack oder sowas. Ich weiß es nicht. Na gut, dann sehen wir uns dann auch gleich wieder. Wenn wir mit Albert... Naja. Auf Konkurs gehen. Hallo, sei mäßig böse. Ah, mit dir können wir was verquatschen. Guten Tag. Okay. So. Gut. Albert mit den Psycho-Augen. Möchte ja was von uns? Dieses furchtbare Wetter wie ein in einem Hochofen. Ich muss in der muss mich in einer Cafeteria etwas entspannen. So, gehen wir mal. Gibt es irgendeinen Ort? Gut, wir wollen ja wieder ein bisschen was herausfinden. Wie siehst du denn aus, wenn wir reiten gehen? Gottes Willen. Guck mir immer gerne mal ein Video. So, wir gehen jetzt was essen, Albert. Hast du Lust? Hast du Bock? Mindestens mal etwas etwas Spannenderes. Vielleicht finden wir ja mal ein bisschen was über ihn heraus. So. Zu Abendessen. Jo. Über Lieblingsessen reden. Ich esse möglichst wenig Salziges, damit ich nachher nicht zu viel Wasser trinken muss. Wieso? Hast du Angst, dass die Weltmeere wegen dir niedriger werden, oder was? Gut. Was haben wir denn noch? Nach Arbeit fragen. Was soll ich denn sagen? Hast du eigentlich auch manchmal Freizeit? Nicht viel, aber wenn ich mal Freizeit habe, nutze ich sie, um mit meinen Lieblingsdamen zu plaudern. Welche von den vielen? Nach der Arbeit fragen, was können wir denn noch? Wie läuft's denn so? Das hier ist eine Grenzstadt. Also läuft das Geschäft gut, solange Leute kommen und gehen. Gast ist immer auf der Suche nach größeren Fischen. Er würde gerne zu den größten Baufirmen der freien Städte in Konkurrenz treten und die größten Projekte ergattern. Dafür bräuchten wir aber viel Kapital. Naja, der verdient schon alleine von mir schon so viel. Und willst du das, die größte Baufirma werden? Ein Teil von mir möchte schon ganz oben mitspielen, aber den anderen Teil gefällt es hier. Ich habe genug von der Hektik in Artara oder dem strengen Regiment in Hochwind. Deswegen sorge ich im Moment dafür, dass die Firma nicht abhebt. Okay. Ja, das haben wir ja schon. Habt ihr denn das Kapital? Wir hören uns um, ja. Es gibt Investoren in Hochwind und Artara, die uns finanzieren würden, aber man muss sich ganz schön verbiegen. Das ist für dich doch kein Problem, Albert. Ja, bestellen. Ich lade dich ein, was hättest du? Ich komme oft her, nicht, dass man... Eingelegte Holzkohlenpille? Alter, was hat denn der hier für einen Test sein? Kann ich mir das so merken? Gedämpfte Kartoffelfrucht, gebratene Reis mit Kokoshühnchen. Wir werden das mal schon kriegen. Einmal das. Gebackene Reis mit Kokoshühnchen war es, ne? Wissen nicht alle, die haben was geschmort. Nee, war das der geschmorte Eintopf oder geschmortes Fleisch? Naja, gedämpfte Kartoffelfrucht und eine Regenbogenlimo war das, gell? Ja. Gut. Wow, bin ich doch nicht so schlecht mit... Naja. Markieren. Komm, wir gehen. Sehr viel kann ich jetzt mit ihm aber nicht machen, mit einem Punkt. Ich finde das so, wie schon gesagt, ich finde das auch immer interessant. Albert, kommst du mal? Danke. Ich finde das auch immer interessant, was so jetzt mit den Leuten ist. Kann ich hier... Geht das überhaupt noch? Ja, wenn es geht. Ah, gut.
Laudern. Ich habe schon einen Haufen Geschäftsreisen nach Sandfels gemacht. Ich finde es da wirklich schön. Die Damen dort sind wirklich wunderschön. Und ihr Wüstentee ist auch hervorragend. Oh, ich kann Ihnen noch ein Kompliment machen. Möchte ich jetzt zwar nicht. Du bist echt gut angezogen. Und schon so gut nun auch wieder nicht. Ehrlich gesagt versuche ich mich so leger wie möglich anzusehen, damit man nicht merkt, dass ich gut situiert bin. Ach, so heißt das. Der feine Herr. Komm, wir gehen. Na, hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen immer dieses Abhängen. Hey, Remington. Was geht denn bei dir? Achso, mit dir habe ich schon gequatscht heute. Okay. Fischorama. Ein Kugelfisch. Naja. Frischer Fisch, frische Meeresfrüchte. Gibt's auch ein paar mehr. Wie sieht denn jetzt überhaupt die Beziehung zu Albert aus? Warte mal. Liebster? Oh, Alu, brauche ich eigentlich nur noch was zu schenken? Ich habe doch noch eine Rose. Das muss ich nur noch finden. Da müssten wir eigentlich fast dicke sein. Da müsste es voll sein. Jetzt muss man gucken, wo er rumschleicht. Hallo, Alu? Was ist denn heute Sonntag? Sein Pferd ist hier, also kann er ja nur hier sein, entweder. Oder irgendwo rumschleichen. Ja, wir gucken mal, wo er rumschleicht. Ach, hier schleicht er doch rum. Hallo. Mit dir habe ich ja mich schon unterhalten. Hier beschenkt. Mittag. Super. Gut. Oh, dann sage ich jetzt erstmal schauen, Mio. Das wird bestimmt ein sehr kurzer und geschnittener Part. Aber egal. Was ist, das ist, ne? Judy, sag mal schauen, Mio. Was habe ich schon eben gesagt? Und bis zum nächsten Part von My Time at Portia. Ciao, ciao.